So, guten Abend. Heute ist der 29. Juni 2023 und das ist, glaube ich, Teil 58, das ist sogar 59 der Serie. Und in dieser Serie widme ich meiner Katze, weil die schon, ich habe jetzt schon einige von diesen Shorts gepostet. Die habe ich jetzt hauptsächlich gepostet, weil ich da natürlich meinen Kanal ein bisschen mit booste mit diesen Shorts, weil manche gehen halt viral und Videos gehen halt oft viral oder öfters viral. Und so habe ich das jetzt gemacht. Aber die Katze ist schon was sehr Besonderes. Ich muss ausholen, weil ich am Anfang hier Katzen hatte. Und die haben dann auch schön dafür gesorgt, dass ich keine Ratten hatte und Mäuse. Und es war alles wunderbar, bis sie dann ein bisschen zu viel geworden sind. Und meine Hunde, ich hatte damals drei oder vier, weiß ich jetzt nicht mehr genau, die sind die haben auf einmal so Hetzjagden auf die Katzen angefangen und haben die dann richtig gekillt, ja, oder verjagt. Und dann war am Schluss noch eine Katze da, die war so ganz frech und die hat sich immer mit den Hunden, die hat sich einen Scheiß gekümmert aber sie hat es natürlich auch gewusst, solange ich da bin, machen die Hunde mir eher nichts. Aber dann war ich halt mal irgendwann nicht da und dann haben sie die leider auch geschnappt und die haben sie dann echt getötet. Das war sehr, sehr traurig. Und dann hatte ich viele Jahre, also ich glaube, es waren ungefähr 10 Jahre lang, habe ich keine Katzen gehabt und dann hatte ich natürlich in so einem alten Holzhaus hier oben mitten im Busch. Da kommen natürlich dann die Ratten rein und am Anfang war es noch nicht so schlimm, es wurde dann immer schlimmer. Dann habe ich Rattengift eingesetzt und dann stinkt es halt immer, weil die irgendwo in den Wänden und da kannst du nicht das ganze Haus aufreißen, um eine tote Ratte zu finden. Und es ist alles ziemlich fürchterlich. Und irgendwann war ich in meinem Zimmer und meiner Freundin nachts und die Ratten haben bei uns auf dem Dachboden darum getobt und gequiekt und gemacht. Und ich habe zu ihr gesagt, ich brauche unbedingt wieder eine Katze. Ich muss jetzt mir eine Katze besorgen. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und gehe in die Küche, um Frühstück zu machen. Und ich bin an der Küchentür und auf einmal macht es Miau. Und da war so ein kleines Kätzchen da. Und ich habe ihr gleich was zu essen gegeben. Sie war von sofort total handzahm, total zahm. Und das war eben jetzt, das ist eben die Sammy, die ich jetzt auf den Videos meistens drauf habe. Und die weiß genau, dass sie bei mir eine Sonderstellung hat. Ich habe sie ja schließlich irgendwie mal investiert. Und die ist unglaublich, sehr, sehr frech, aber auch unglaublich süß und unheimlich anhänglich und sie erlaubt sich Sachen, die die anderen Katzen sich alle nicht erlauben würden, aber dafür ist sie eben auch ein Seelentröster, wenn es einmal nicht so gut geht oder wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ist sie immer da für mich und sie ist auch wirklich eine rührende Lebensgefährtin hier oben und sie ist jetzt schon sehr, sehr alt, also die ist jetzt bestimmt schon 13 Jahre alt, aber sie ist immer noch hier total der Boss. Also die kann anderen Katzen, die haben nichts zu sagen im Vergleich zu ihr. Sie managt die alle. Und man merkt ihr auch ihr Alter nicht an. Also die springt da durch die Gegend rum und jagt und macht und tut. Also da ist kein Abstrich, dass sie da irgendwie alt und kränklich ist oder sowas, kann man überhaupt nicht behaupten. Jetzt hoffe ich, dass ich die noch ein paar Jahre habe. Was mich sehr freuen will, weil sie doch eben einen ganz speziellen Platz in meinem Leben erobert hat. Ja, das war soweit. Was wollte ich jetzt noch? Ja, mit den Shorts. Ich wollte eben auch ein bisschen erklären, dass ich da diese Shorts mit den Katzen mache, weil Katzen natürlich auch immer gut Klickzahlen erzeugen. Ich habe ja auch schon ein paar Katzen. Videos sind ja schon, was weiß ich, 4.000, 5.000 Views bekommen. Und das ist natürlich ein Boost für meinen Kanal, wie auch mit den anderen Videos. Vorgestern habe ich ein
aus Versehen ein Video gemacht, wo ich durch den Sand laufe und die Kamera so runterhalte. Dann habe ich nicht gemerkt, dass das Video an war. Und da sieht man halt so meine Füße und den Sand, wie ich da durch den Sand laufe. Und dann habe ich halt das ausgemacht. Und dann, nachdem das eine Video schon mal viral gegangen ist, dann habe ich gedacht, jetzt einfach Spaß, jetzt tue ich das auch mal hochladen. Hab das hochgeladen und hab den Titel Quicksand drauf drunter gemacht. Also, ich weiß gar nicht mehr, was das im Deutschen genau heißt. Es ist halt dieser Sand, wo man so einsinkt. Und über Nacht 3.800 Views, ja, also unglaublich, ja, und es ist 10 Sekunden lang. Und auch, aber immer, es gibt auch immer ein paar Subscriber dadurch und sowas, und das ist natürlich toll, und deswegen mache ich jetzt auch weiterhin die Shorts. Und vor allen Dingen interessiert es mich jetzt einfach auch so, weil langsam will ich da mal dahinter kommen, welche jetzt wirklich abgehen. Also irgendwie ein schräger Titel und irgendwie ein schräges Video, und dann hast du schon fast ein Erfolgsrezept für virales Video. Naja, gut, das war alles. War es jetzt erstmal wieder. Und wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und bitte subscribed an den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das würde mich sehr freuen. Ich habe jetzt auch wieder ein Timelapse-Video von der Sonne gemacht, aber dieser Sonnenuntergang ist relativ langweilig. Und ich habe mach gerne dramatische Sonnenuntergänge. Also ich werde so einen Sonnenuntergang wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil da ist ja immer das Gleiche. Ich will da schon Sonnenuntergänge machen, die ein bisschen anders ist. Ah, ne, das ist jetzt nicht die Sammy. Das ist die Quietschi. Und auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und danke für die Unterstützung. Und bitte gibt's weiter an eure Freunde, lasst den Kanal wachsen. Er wächst schön, aber ich, natürlich jeder YouTuber will, dass er noch schneller, dass man immer noch schneller, schneller, ja. Und so, gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.